Ein Autoschrottplatz ist der nächste Schauplatz in Let's Play Heavy Rain. Ich vermute mal, dass wir hier einen Besuch bei Mad Max abstatten und ihm ausquetschen werden, warum er denn das Auto verliehen hat. Oder besser gesagt, verkauft. Und an wen er das gemacht hat. So, wir gucken mal hier rein. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Das aber nicht. Norman Jayden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Sehr schön. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Ah ja, ich sehe schon. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jack. Ist aber die falsche Art, um den Namen zu entlocken. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Endet das jetzt wieder in einer Prügelei oder wäre unschön? Was haben wir denn hier Schönes? Es geht doch nichts über unsere Hightech-Brille. Blut. Warum ist hier Blut? Gute Frage. Wir folgen mal der Spur. Die muss ja sicherlich irgendwo hinführen. Das ist doch... Das ist doch direkt ein Tatort, oder? Oh. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hilfe. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig. Nicht mit uns, Freutsch. Aua. Ah, nee, die Brille kaputt machen. Die war teuer. Au. Ich mich direkt mal verdrückt. Passiert. Nein. Schnell, 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 schnell. Jetzt hab ich dich. Bastard. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Fuck! Bist du jetzt komplett übergeschnappt? Jetzt redet er aber. Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Hä? Ach, guck an. Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ja, dann leg mal los. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Paco? Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Oh, oh. Scheiße, nicht jetzt. Jetzt kriegt er wieder seinen Anteil, oder was? Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem, oder was ist los? Offenbar schon. Ich glaube, jetzt müssen wir das wirklich nehmen, sonst killt er uns. Das nutzt er aus. Lieber jetzt nochmal nehmen, als drauf zu gehen. Oh,
Blue Lagoon, das ist doch diese Visitenkarte, die wir vor uns gefunden haben mit Madison bei dem Arzt. Und Paco habe ich auch schon mal gehört. Ich kann mich nicht mal genau erinnern, wo, aber da war irgendwas. Jetzt haben wir endlich eine Spur. Hoffentlich wird die nie wieder ausgelöscht. So wie es vor uns bei Scott Shelby der Fall war. Aber wenn wir Pech haben, wird es hier wieder so sein. Aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Donnerstag, 16.30 Uhr. Die Millimeteranzahl habe ich jetzt leider übersehen, aber ihr habt sie sicherlich gelesen. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Stimmt. Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Klingt nach einem Plan. Wir können jetzt spannend gehen, aber nein, das machen wir nicht. Leute, mir fällt gerade was auf. Und zwar hat er... Gute Scott, doch hier auch eine Schreibmaschine. Und die sieht auch nicht gerade aus, als ob sie aktuell wäre. Ich kann leider den... Ach Mist, jetzt hat die Kamera umgeschwenkt. Aber diesen Modellnamen, da steht auf jeden Fall was drauf, aber ich kann den nicht erkennen. Naja. Wahrscheinlich ist es Quatsch, aber vielleicht... Ist halt verdächtig, weil er auch eine Schreibmaschine hier hat, die eben so alt aussieht. So, wir machen erstmal ein paar Rühreier. 2 Stück nur. Davon wird aber höchstens eine Person satt. So, 2 Eier auch noch rein. Jetzt wird gerührt. Heißt da schließlich auch Rührei, ne? Sieht aber nicht sonderlich lecker aus. Nochmal umrühren, ne, das ist verbrennt. Mal. So. Kaum ein Unterschied, aber gut. Gibt es hier noch was, was wir machen könnten? Im Moment beschränken wir uns erstmal nur aufs Essen, ne? So, das reicht dann schon fast. Ja. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Gut, dann machen wir hier aus. Zack. Teller haben wir da. So. Viel Geschirr hat er ja nicht, ne? Aber gut. Er selber will wohl nichts essen. Das klang so, als ob es jetzt fertig wäre. Ja. Sieht so aus. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Jo, immer zu. Steht Ihnen gut.
So, dann setzen wir uns doch mal. Halt, zurück. Genießbar. Immerhin. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Aufwand. Aber 30 ist schon mal eine gute Zahl. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Wäre ein guter Ansatzpunkt. Wenn jetzt ein Gordy Kramer dabei ist, fress ich ein Besen. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... Ja, wer sagt denn, dass er den richtigen Namen benutzt hat? Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Jetzt erweist sie sich doch als gute Hilfe. Haben wir was? Sieht so aus, aber uns wird der Name noch nicht mitgeteilt. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Okay. Jetzt wird's aber, Sie geben nie auf, oder? Etwas verrückt, diese Annahme, aber gut. Also müssen wir jetzt den Grabstein finden. Klasse. Da steht schon jemand. Die stören wir jetzt mal nicht. Wir checken mal die noch ab, die 3. Children's Kindergräber. Plot. Fernandes. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Theodor Brown? Moment, ich muss auf die Seite. Shirley White? Rivera ist ebenfalls nicht. Moment. Das sah doch gut aus. Na komm. War das nie? Ach Gott, die Steuerung. Etwas hakelig. Ich dachte, ich hätte John Shepard gelesen. Nein. Auch nicht. Ebenfalls nicht. Aber wenn das nur die hier sind... Ich muss nochmal zu dem in der Mitte. Aber offenbar können wir die nie nochmal angucken. Und von der anderen Seite? Ach Gott. Die 3 hatten... Oh, was? Okay. Gehören offenbar ebenfalls noch dazu. Das ist ebenfalls nicht. Hier stehen noch welche. Ah, wir haben es. Sehr schön.
Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Ah. Vielleicht ist der Origami-Killer der Vater von dem Kind, das verstorben ist. Und jetzt will er sich auf die Art und Weise quasi rächen, warum auch immer. Ja, und alles weitere dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss.